Ist es eklig, den Dreck anderer Leute wegzumachen? Warum arbeiten so viele Kollegen unangemeldet? Schnüffelst du manchmal herum oder stößt auf peinliche Geheimnisse? Sowas erzähle ich dann niemandem. Auch uns nicht. Das wollen wir ja mal sehen. Eine Reinigungskraft zu finden, die sich filmen lässt, war richtig schwer. Fündig geworden sind wir in München. Romy Schneider ist 54 Jahre alt und hat nichts mit ihrer berühmten Schauspieler-Namensvetterin zu tun. Mir geht's gut. Einer Forsa-Studie zufolge sind 73% der Deutschen der Meinung, dass Putzhilfen ein geringes bis sehr geringes Ansehen genießen. Daher unsere erste Frage. Warum wird man freiwillig Putzkraft? Weil ich so unglaublich gerne putze. Habe ich schon als Kind gern gemacht. Ich liebe das. Und vor allem, weil man es sofort sieht. Wenn ich also geputzt habe, ist der Unterschied so toll. Und die Menschen werden glücklich dadurch. Romy mochte putzen also schon immer. Als Kind hilft sie ihrer Mutter, die Gaststätte sauber zu halten. Als Jugendliche putzt sie bei älteren Nachbarn. Ihr Studium finanziert sie mit Reinigungsjobs. Und als sie als Sozialpädagogin keinen gut bezahlten Job findet, beschließt sie, als Vollzeitputzkraft zu arbeiten, macht eine hauswirtschaftliche Ausbildung und arbeitet nun selbstständig. Romy ist also eine studierte Fachkraft. Dennoch. Unsere Frage 2. Behandeln dich die Menschen von oben herab? Unglaublich selten. Also wenn es eine Firma ist, dann wird so eine Putzfrau-Liste gemacht und dann wird das so akkurat dargestellt, was ich machen soll, als ob ich nicht wüsste, wie putzen geht. Und an der Geschwindigkeit und am Preis gedreht, sodass ich dann so eine Art Blitzreinigungskraft sein soll. Von Job zu Job kommt Romy mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Da dürfen wir wegen Corona nicht drehen. Filmen können wir aber bei ihrem ersten Auftraggeber für heute, eine kleine Büroeinheit. Romy hat einen Schlüssel und putzt einmal die Woche früh morgens, bevor die Mitarbeiter kommen. Die ausgebildete Putzkraft fängt immer im Badezimmer an. Man sieht, Romy nimmt für die verschiedenen Bereiche unterschiedliche Reinigungsmittel und vor allem auch Lappen. Für Romy ist ihr Job problemorientiertes Arbeiten. Und wieder erzählt sie uns, wie sehr der Vorher-Nachher-Effekt sie begeistert. Das liegt genau an solchen Dingen. Ich sehe, wie es richtig schön glänzend wird. Und jetzt kann ich mich im Spiegel richtig klar sehen. Ich liebe das überhaupt. War das schon immer so? Ja, das war schon als Kleinkind so. Das war, weil ich unterwegs die Toiletten, die konnte ich nicht leiden. Wenn die so schmutzig sind, boah. Und da ist das hier eigentlich auch der richtige Raum, um das zu zeigen. Weil ich das immer so gemacht habe, wenn ich dann mit meiner Mutter unterwegs war, dass wir Lappen mit hatten und haben das einfach erstmal geputzt, weil ich konnte sonst gar nicht auf Toilette gehen. Da wären wir direkt schon beim passenden Thema. Es kann doch nicht wirklich sein, dass Romy früher kaum andere Badezimmer benutzen konnte. Und heute macht es ihr nichts mehr aus, sogar die Toiletten fremder Menschen sauber zu machen. Das können wir nicht glauben. Ist es eklig, den Dreck anderer Leute wegzumachen? Ja, muss ich sagen, ist es im Grunde schon. Wenn das so schimmelig ist und mit so Hautschuppen vermischt und so. Und man muss ja auch Schamhaare wegmachen und solche Sachen. Da hatte ich schon so eine Hemmschwelle. Und im Endeffekt ist es so, dass dadurch, dass ich das alles einsprühe und hinterher ja so ein richtig schöner Glanz entsteht, freue ich mich halt einfach nur auf diesen Effekt. Und dadurch habe ich den Ekel überwunden. Auch der gute Geruch der Reinigungsmittel hilft ihr. In ganz schweren Fällen trägt Romy Gummihandschuhe. Aber eigentlich mag sie die nicht, weil sie damit nicht so präzise arbeiten kann. Seit 2,5 Stunden putzt sie jetzt schon. Das muss doch ganz schön auf die Knochen gehen. Unsere Frage 4. Wie anstrengend ist dein Job? Ja, sehr anstrengend. Das ist für mich Sport. Ich habe das auch wirklich langsam aufbauen müssen. Und es ist ganz wichtig, das wirklich rückengerecht zu machen. Also bin zur Physiotherapeutin und die hat mir das tatsächlich von außen beobachtet, welche Bewegungen ich wie machen muss, dass ich mich wirklich rückengerecht bewege. Auch dieses immer in die Hocke gehen, muss ich richtig machen. Und vor allem hat sie mir das abgewöhnt, dass ich mit dem Eimer durch die Gegend renne, weil das auch rückenschädlich ist. Deswegen mache ich immer diese Lappen im Waschbecken sauber. Das ist aber auch wirklich fürs Reinigen besser, wenn man sonst den Dreck wieder mit sich nimmt. Also ein körperlich anstrengender Job.
Jeder Zweite kann sich vorstellen, eine Reinigungskraft zu beschäftigen. Gerade in den Großstädten sind Putzhilfen extrem gefragt. Und Romy hat mehr Anfragen, als sie bedienen kann. Trotz der hohen Nachfrage verdienen Reinigungskräfte oft höchstens Mindestlohn. Frage 5. Fühlst du dich angemessen bezahlt? Ja, das fühle ich mich inzwischen, weil ich selbstständig bin und über die Agentur Helpling meine Aufträge bekomme. Und da kann ich durch die guten Bewertungen immer mehr verlangen, auch durch die viele Erfahrung, die ich habe. Und dadurch bin ich tatsächlich gut bezahlt. Wie war das früher? Ja, früher war das so, dass ich teilweise nur für 5 Euro geputzt habe oder für 10. Also die meisten waren unter 15 Euro. Es war wirklich nicht möglich, von dem Reinigen zu leben. Und jetzt geht das richtig gut. Der Durchbruch kam bei Romy, als sie anfing, selbstständig und über ihre Vermittlungsplattform zu arbeiten. Über die finden und connecten sich potenzielle Kunden und Putzkräfte wie auf einem Online-Marktplatz. Laut Institut der Deutschen Wirtschaft Köln arbeiten aber mindestens 8 von 10 Putzkräften hierzulande unter der Hand und haben keine Arbeitserlaubnis. So sind sie noch nicht mal versichert. Unsere nächste Frage: Warum arbeiten so viele Kollegen unangemeldet? Das hat einerseits was damit zu tun, dass sie scheuen, Steuern zu zahlen, aber vor allem, weil das kompliziert ist. Mit Steuerberater und allem, dass, dass man so viel, also man hat viel Aufwand damit. Und dadurch lassen sie sich diese Möglichkeit eigentlich entgehen, um es einfacher zu haben. Und haben auch nicht dieses, dass sich noch jemand überlegt, von wegen, ja, da hast du nicht sauber gemacht und kriegst kein Geld. Denn häufig ist Romy in der Vergangenheit auch noch von Kunden geprellt worden, die im Nachhinein nicht den vereinbarten Preis zahlen wollten. Unangemeldet kann man dagegen nicht vorgehen. Für Romy bietet ihre Agentur auch juristischen Schutz. Sie bekommt ihre Einnahmen alle 2 Wochen überwiesen. Die Rechnungen für die Kunden werden automatisch generiert. Und auch den Steuerkram übernimmt die Plattform. Romy verdient über das Portal im Schnitt 20 Euro die Stunde. Bis zu 25% behält das Vermittlungsportal für den Aufwand. Die meisten ihrer Kunden sind Privathaushalte. Seit Corona sind viele im Homeoffice und Romy putzt, wenn die Auftraggeber zu Hause sind. Da gibt es oft auch einen Kaffee und ein Pläuschen zum Schichtbeginn. Schütten dir Kunden ihr Herz aus? Ja, wahrhaftig, das kommt oft vor. Ich habe auch teilweise Familienkrisen schlichten können. Und vor allem bin ich für manche Kunden der einzige Kontakt in der Woche, weil wir Pandemie haben und sie sehr alleine sind. Also unangenehm ist mir, wenn ich putze und es ist gerade ein Streit zwischen den Ehepartnern, dann entschuldigt sich meist auch einer bei mir. Und sonst ist es angenehm. Was den Kunden eher unangenehm ist, dass wir Romy bei ihrer Arbeit im Schlafzimmer filmen, das ist zu persönlich. Für die 54-Jährige ist es normal, überall Zugang zu haben. Wie ist das für sie? Gerade in den Privathaushalten könnte sie ja ganz schön viel Intimes über ihre Kunden herausfinden. Verleitet das nicht auch dazu, mal einen Blick zu wagen? Hand aufs Herz, Romy. Schnüffelst du manchmal herum oder stößt auf peinliche Geheimnisse? Also herumschnüffeln kommt bei mir überhaupt nicht in Frage. Wobei das bei mir schon erzählt wurde, dass es Leute gibt, die reinigen und rumschnüffeln, sogar Kleidung anziehen oder sowas, Schmuck anziehen. Aber ich stoße natürlich auch auf peinliche Geheimnisse. Und die bleiben aber dann genau da, wo sie sind, in der Wohnung bzw. bei mir. Sowas erzähle ich dann niemandem. Also auch uns nicht? Nein, Ihnen auf keinen Fall. Einer Forsa-Studie von 2019 zufolge sind immer noch knapp die Hälfte der Befragten nicht bereit, mehr als 10 Euro die Stunde für eine Putzhilfe zu zahlen. Da sind viele auf Trinkgeld angewiesen. Doch das ist vor allem seit der Pandemie deutlich gesunken. Das hat auch Romy zu spüren bekommen. Aber oft putzt sie ja auch bei reichen Leuten. Da geht doch sicher eher was, oder? Sind wohlhabendere Menschen großzügiger mit Trinkgeld?
geht doch sicher eher was, oder? Sind wohlhabendere Menschen großzügiger mit Trinkgeld? Meiner Erfahrung nach nein. Es ist eher die Mittelschicht, die mehr Trinkgeld gibt, weil sie wissen, wie anstrengend meine Arbeit ist und das wirklich einschätzen können. Für heute ist Romy fertig. Auf dem Weg nach Hause genießt sie noch kurz die Sonne und frönt ihrem Lieblingshobby, Häkeln. Das bringt sie so richtig runter und lässt sie entspannen. Romy ist zufrieden mit ihrem Job, nur das schlechte Ansehen stört sie. Unsere letzte Frage. Wie wünschst du dir, dass die Gesellschaft deine Arbeit betrachtet? Da wir Reinigungskräfte systemrelevant sind, wünsche ich mir, dass genau diese Wertschätzung, die ich auch von den Kunden bekomme, die Gesellschaft einnehmen sollte. Weil es hat auch was mit Hygiene zu tun. Es macht unglaublich glücklich. Es ist wahrhaftig das, was am meisten glücklich macht. Das hat man eben untersucht. Es macht am meisten und am längsten glücklich und das sollte honoriert werden. Wir haben mit Romy eine Reinigungskraft gefunden, die ihren Job wirklich aus Leidenschaft macht. Das ist sicher nicht bei allen Putzhilfen so. Ein bisschen mehr Anerkennung täte also sicher allen gut.